Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist, wie ihr schon schön sehen könnt, Company of Heroes. Ein Spiel, wo mich schon sehr oft eine Person gefragt hat, was ist denn das? Wie geht denn das? Und ja, ich glaube, ich mache die Musik doch nochmal ein bisschen leiser. Ah ne, Moment, falsch. Hier. So, da müsste man mich auch, glaube ich, hören. Und ja. Wie machen wir das? Sollen wir erstmal Gefecht spielen? Oder Invasion in der Normandie? Ah, ich weiß ja nicht. Naja. Ich mache erstmal hier Gefecht, damit ich in Ruhe labern kann. Ich habe Kommentare gekriegt, ja, coole Musik und boah, cool, Wahnsinn und irgendwie sowas und mach mal den Sound besser und sowas. Habe ich mich drum gekümmert und ja, ich hoffe, das ist auch gut, weil ich mache jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach auf und lade es danach direkt hoch. Ich werde es mir nur einmal angucken und nichts verändern, nichts. Das Video wird 10, 15 Minuten lang sein. Oder vielleicht sogar 20, wer weiß. Und ja. Das, was ich hier jetzt gemacht habe, ist die Einstellung gegen Computerspielen. Auf der Standard-Map. Mit Standard-Einstellungen. Und Gefecht starten. So. Das ist der Ladebildschirm. Und so wie dieses Bild aussieht. So ungefähr sieht die Grafik vom ganzen Spiel aus. Und diese Truppen, die ihr da seht, ich habe keine Maus, seht ihr sowieso nicht die Maus, die Truppen, die ihr da auf der Brücke seht, das sind Pioniere. Ja, und das sind unsere Standarttruppen, die Sachen aufbauen können. Ja, und jetzt nochmal zum Thema zurück. Bla bla bla, Kommentare und noch einmal, wow. Einfach nur wow, ich habe bei einem Video über 200 Aufrufe. Ich denke mir nur so, geil. Und jetzt spielen wir Company of Heroes, Singleplayer-Modus. Ja, es lädt, das ist Nebeneffekt. Achso, und wir spielen Deutschland. Deutschland ist das. Eieiei. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Pioniere beginnen mit Reparaturen. Ja, ich mache das jetzt mal so, wie ich das sonst auch mache, weil das ist sehr wichtig. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel, wo man wissen muss, wie man spielt. Wenn man das nicht weiß, ist das schlecht. Weil dann Pioniere, wird man die Waffen überprüfen. Pioniertrupp bereit. Sehr schnell und sehr leicht überrannt. Weil ich glaube nicht, ob das schon angefangen hat. Nein, noch nicht. Hier ist der Feind. Also hier und hier. Und wir jetzt in die Schlacht ein, Pioniere. Ja. Sollen wir irgendwas bauen? Wie sage ich das am besten? Die Zielposition ist völlig frei von Feinden. Wenn wir diese Brücke nicht sichern, rennt er uns von... Upsala, ich glaube, ich mache das mit der Map hier. Rennt er uns von da über die ganze Map, wenn er besser ist als wir. Aber das mag ich zu bezweifeln, weil guck mal hier. Laufen schon ganz freundlich. Konstruktion abgeschlossen. Die Truppen. Jawohl, wird gemacht! Boah, ich komme hier kaum zu Wort. Von unserem Kollegen. Ja. Pioniere hier! So. Noch etwas, was wichtig ist. Beginnen mit Eroberung des Treibstofflagers. Wir können auf die Map gehen. Und können mit. Komm schon, wie heißt das? Truppen hin und her steuern. Aber wir können keine Gebäude besehen oder benutzen. Nur die Map-Gebäude. Wir haben das Munitionslager in Besitz genommen. Ja. Sollen wir irgendwas bauen? Und jetzt zum Beispiel. Bereit zum Angriff? Kann ich sie da hinschicken. Geht man aber weg, hat man sie nicht mehr ausgewählt. Das ist. Jawohl, wird gemacht! Irgendwie schade. Ja, die Pioniere kümmern sich darum. Oh, guckt mal da. Ein schweres MG42. Abbauen und Stellung verlagern! Also ich finde ja, so ein Tutorial ist voll unnötig, ja.
kann man auch einfach ganz Pioniertrupp einfach bereit. Machen. Pioniere, die Zielposition gehört schon bald uns. Und ganz wichtig fürs ganze Spiel ist, diese Punkte einzunehmen. Wenn wir die nicht einnehmen, ist das ganze Spiel für einen Eimer. Und geht in Stellung. Wo ist unser MG? Da. Wo sollen wir hin? Wir brauchen unser MG. Wir brauchen unser MG da drüben. Wo sollen wir hin? Weil wie man gerade sieht, es wird die Brücke repariert. Was wollen Sie denn? Macht schon! Was schneller. Wollen Sie? Pioniere, nein. Die Schlacht beginnt! Pioniere hier! Okay, sie sind drin. Das ist... Weiß nicht. Scheiße. Vorwärts, es gibt einiges zu tun. Gut, raus hier! Was wollen Sie denn? Der Feind ist in der Nähe. Haltet die Augen offen. Pioniere rücken auf Treibstofflager vor. Ich will Sprit. Hier im Gegend. Volksgrenadiere bereit für den Fronteinsatz. Aha, unsere ja. Volksgrenadiere. Sicher. Rett doch mal da drüben mit einer MP. Und macht's mal unsicher. So. Sollen wir irgendwas bauen? In Ordnung, wir lassen uns zurückfallen. Pioniere, setzt hier euch in Bewegung. Kehre zum Stützpunkt zurück. Vorgelagerten Stützpunkt an. Hopsala, ist das laut. Ein Moment. Wo haben wir das denn? Effektlautstärke. Flup. So ungefähr. Speichern. Fortfahren. Treibstoff gehört jetzt uns. Ja. Ja, ja, ich glaube, so ist das besser, aber ich weiß das nicht. Wen sollen wir für Sie umlegen? Die Aufnahme ist. Bewegung! Los! Momentan eine der besten. Na, das die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir warten darauf, gegen den Feind vorgehen zu dürfen. Nein. Achtung! Begibt euch in Deckung! Ach, elender Mist. Jetzt habe ich voll den Fehler jawohl, gemacht. Jawohl, wird gemacht. Wir müssen einen Bunker errichten. Ja. Okay, jetzt kann ich noch mal ganz kurz zu Wort kommen. Pioniertrupp bereit. Dieses Spiel, Echtzeit-Strategiespiel, bla bla bla, sehr geil. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Und leider auch sehr alt. Ich habe meinem Cousin gesagt, er möchte sich das doch bitte mal kaufen, damit wir das zu zweit spielen können. Also, nein, das Spiel muss ich doch erstmal selbst beweisen. Ja, dann spiel's doch. Tja, nee, das Spiel muss ich beweisen. Wie soll's? Wie soll sich ein Spiel beweisen, wenn man es nicht spielt? Schreibt Ihre mir das. Befehle? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Bunker fertig. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Eieiei, die schreien ja rum, als würden sie gerade sterben. Apropos sterben. Guckt euch das doch mal an hier. Dieses schöne Gekrieche. Von Truppen, die sinnlos draufgehen. Warum? Weil das der Computer ist. Warum macht der Computer das? Falls in ihm so einprogrammiert wurde. Warum ist das lustig? Hoppsala. Weil es total sinnlos ist. Wenn wir jetzt den Mörser da hinschicken, also das hier ist ein Mörsertrupp, wenn wir den jetzt da hinschicken, ein perfekter Einschlag und alle sind weg. Alle. Wir könnten jetzt natürlich auch mit dem Flammenwerfer hingehen und ein bisschen rösten. Hoppsala, nein, das wollte ich nicht. Hier haben wir außerdem auch noch die Schnellauswahl von den ganzen Gebäuden, die wir gebaut haben. So, röstet die mal bitte. Doch, du wirst sehr lange leiden. Und ja, wir haben jetzt schon wieder 9 Minuten. Eieiei, geht das schnell. Achso, wenn ihr natürlich mehr hiervon sehen wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es doch. Weil es freut mich natürlich sehr, wenn man meinen Kanal abonniert, weil... Haha, ich bin ein Anfänger. Und deswegen, sehr starke Kritik ist nicht sehr nett, weil... Ich habe halt nicht die beste Ausrüstung wie... Kong oder Sarazau oder sonst wer. Ne? Das muss man natürlich berücksichtigen. Ich bin kein perfekter Mensch. Und wenn ich das so sagen darf, das ist keiner.
Keiner ist perfekt. Hier wird es langsam ein wenig zu heiß. Uiuiui, was war denn das? Aha. Die Feindlinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Ja, hier sieht man jetzt einen feindlichen Mörsertrupp. Der hat sich wieder versteckt. Wieso seid ihr draußen? Durchrennen! Nicht durchrennen! Also ich muss sagen, diese Aufnahme läuft überraschend flüssiger als die, die ich davor gemacht hatte. Nichts kann uns aufhalten. Ich weiß nicht wieso. Das ist sehr überraschend. Wir machen mal hier eine Panzerabwehr und ein Fahrzeug und ein bisschen Infanterie. Und ja, warte, was wollte ich noch? Ach ja, alle sagten Ego-Shooter, Ego-Shooter, ich will einen Ego-Shooter sehen. Mach doch mal einen Ego-Shooter. Nein, Ego-Shooter kriege ich nicht hin, das ist leider mit der Grafik zu krass. Dann würde sich das nicht so bewegen, sondern düt, 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 düt. Es würde hin... Aha. Ja. Ein Steam-Spiel ist das. Und ja. Guck, das meine ich. Das hätte nämlich natürlich, also das, was mein deutscher Computer jetzt gemacht hat, hätte der amerikanische Computer gemacht. Das wäre natürlich sehr schlecht gewesen für uns, weil ich bin mehr so der Stratege aufbauen und mit Zeit spielen. Ja, und wer das jetzt gehört hat, das sind kleine Kinder, die mit Schneebällen werfen. Das ist nicht gerade angenehm. Und ich habe es hingekriegt, dass das Rauschen sehr stark minimiert wurde. Das heißt, man dürfte mich auch sehr gut verstehen. Zumindest so relativ sehr gut. Und ja, warte, was war es noch? Was gab's noch? Achso, hier kommt unsere Panzerabwehr. Ist das Ding nicht schön? Das zerschießt ein Panzer mit ein, zwei Schüssen. Und deswegen machen wir es natürlich auch ganz nach vorne in unsere Verteidigungsstellung. Tja, warum bist du denn dann in der Armee? Frage ich mich. Ach, und guck mal hier, unser Fahrzeug ist auch schon da. Wieso ist das schneller als ein Fahrzeug? Oh, Flammenwerfer. Geil. Ja. Nein. Ich brauche keinen Flammenwerfer. Wir können eine Sturmwaffenkammer bauen. Boah, die rennen ja alle wie die Ameisen. Guckt euch das mal an. Und wisst ihr, was richtig lustig ist? Guckt euch mal an, was jetzt passiert. So, ich habe hier auf Verteidigen gedrückt und dann müsste der gleich alle Truppen dahin bewegen. Nö, setz sie irgendwo. Na gut, nicht, dann halt nicht. Schade, ich dachte, der macht das so wie schon mal. Und da bewegt er alle Truppen hier hin. Alle. So mit Panzer und... Lass uns mit dem Bau beginnen. Jo, halt, Alice, was er so hätte, ne? Warum macht er das? Mit Infanterie ist das Selbstmord. Der hat hier MG-Bunker und Mörser stehen. Das ist Selbstmord, Junge. Naja, KI ist wie ein Vollidiot. Als würde man mit einem Vollidioten sprechen. So ist das, die KI. Behindert. Und dumm. Ist jetzt nichts gegen Behinderte, aber die KI ist einfach nur dumm. Ja. So, wir haben es gehört über die linke Seite. Nein. Hat der Schlingel hier in MG hingestellt? Volksgrenadiere, Achtung! Ja, das Volk. Oha, einen schönen Panzer können wir uns gleich holen. Wir müssen jetzt nur einen kleinen Moment warten, bis hier eine 5 ist. Ach so, was ich natürlich vollkommen vergessen habe. Das hier ist Arbeitskraft, also dieses gelbe Männchen mit den gelben Zahlen ist Arbeit. Oh mein Gott.
Ja, die ziehen sich ja zurück. Diese gelben Zahlen mit den Männchen. Das sind. Das ist Arbeitskraft. Upsala, wo kommen die ganzen Grenadiere her? Wo kommen die denn alle her? Die habe ich schon gar nicht bestellt. Sag mal, wie sind das? Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Naja, ja. Oh. Guckt euch das doch mal an. Panzerwagen. Uiuiui. Nein. Ja, der ist gut. Ihre Infanterie greift uns an. Wir haben bessere Infanterie. Zumindest eine bessere Infanteriestrategie. Pioniere, wechseln Koordinaten. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. So, damit ich meine MGE-Truppen gleich versetzen kann, bauen wir uns mal einen Bunker hier hin. Der wird wahrscheinlich gleich beschossen. Ja. Das ist das Erste, was wir beschießen. Aber wir haben ja einen schönen. Was? Was? Geht weg. Ja. Wow. Warum kommen hier dauernd diese Truppen zusammen? Wegen dem Sanitätsbunker. Das ist natürlich praktisch, ne? Hätte ich eigentlich auch wissen müssen. So, ich war jetzt. Nee, da rennt der gar nicht. Doch, der rennt da hin. Da rennen wir jetzt mal mit einem schönen Angriffstrupp rüber. Aber stopp. Der darf nicht feuern. Wenn er jetzt hier einen Treffer reinhaut, bei unseren Truppen sind sie alle weg. Hat man da gerade ja sehr präsentiert gesehen. Ja, das war eine Panzerfaust. Deswegen habe ich sie ihnen gegeben. Und die haben auch eine. Da sollen sie mal in Deckung gehen. So, jetzt geht's denen auch viel besser da. Und wir holen uns ein Panzer. Die haben keine Chance. Einen kleinen Stück Panzer. Ich sollte aufhören zu singen, das ist grauenvoll. Oh, wir haben jetzt schon wieder 17 Minuten. Es geht sehr schnell. Und vor allen Dingen ist das sehr traurig. Ach, ist das süß. Guckt euch das jetzt mal an, wie schnell das jetzt weg ist. Ist das nicht süß? Dass er damit versucht, meine deutschen Einheiten zu vernichten. Halt sie an. Was ist hier los? Wo bleibt denn mein Panzer? Wieso steht er da fest? Ja, los. Die Truppen sterben uns hier weg. Ja, das ist, wie gerade gehört, ein Puma! Eieiei, nimmt der Schaden. Tschüss. Ja, das, was hier gerade hochgeht, ist ein Stück Geschütz. Ein Stück Geschütz, also ein Stück. Oh. Nein, ich hab's gesehen.
Ich hab's gesehen. Ein Panzerabwehrgeschütz. Das ist nicht gut. Boom. Und wieder welche weg. Gleich nochmal welche. Ja, das Stück sollte eigentlich im Ersten Weltkrieg als Artillerieunterstützung sein, stehen und gleich ist er weg. Ja, tschüss. Tja, das hat's vollgebracht. Wir brauchen unseren Mörser. Mir reicht's. Wir sind bereit. Was wollen Sie denn? So, jetzt reicht's. Jetzt bin ich sauer. Ja. Erst tut er meinen Leuten weh. Bereit machen, Grenadiere. Und jetzt hat. Oh, 21 Minuten. Okay. Gut, Willkommen in der Gruppe. Ja, wir machen das jetzt so. Ich verabschiede mich. Und ihr stimmt ab, ob ihr das noch weiter sehen wollt. Wenn ja, werde ich genau in diesem Punkt weitermachen. Wenn nicht, dann nicht. Und lasst einen Daumen nach oben da. Und kommentiert. Kommentiert ohne Ende. Auf Wiedersehen. Adios, amigos.